Ich habe 2 Jahre erst in einer Fitness-Kickbox-Schule trainiert und wurde hierhin empfohlen, denn ich wollte unbedingt kämpfen. Und Michael Wippke ist ein sehr erfahrener Trainer. Er selber war sehr erfolgreich als Kämpfer, mehrere Jahrzehnte auch Nationaltrainer. Und man muss sagen, die ersten Jahre hier waren für mich sehr hart. Ich musste mich erstmal daran gewöhnen, an die Härte, an das hohe Niveau des Trainings. Mittlerweile, und das ist das Schöne, wenn ich zurückblicke, war das ein schöner Weg und er hat mich ganz toll begleitet. Es ist immer noch so, dass er mich fordert. Er ist wirklich für mich ein Herzensmensch und ein ganz toller Trainer, der das Talent hat, einen extrem zu motivieren und noch das letzte bisschen aus einem rauszuholen, damit man alles gibt. Und das macht ihn auch wirklich aus als Mensch und Trainer, denke ich. Sie hat unwahrscheinlich in allen Bereichen überdurchschnittlich Stärken. Ob Geschwindigkeit, ob Aktivität, Dynamik, Selbstlosigkeit, ja, Koordination, Megatechnik. Sie ist variabel, universelles Kickboxen. Sie boxt, sie kann gut boxen jetzt, sie kann gut kicken, sie kann beides. Sie kann defensiv sein, sie kann offensiv sein. Deswegen hat sie überwiegend die Stärken. Und das, was sie aber wirklich ausmacht, ist eben halt auch, die musst du erstmal schlagen können. Die gibt nicht auf. Und dann ist sie ein unwahrscheinlicher Sprintertyp. Das heißt, sie ist unwahrscheinlich aktiv in ihren Aktionen. Das heißt, man muss als Trainer sie nicht immer anpowern und sagen, ey, du mach doch mal oder hier oder da. Sie kommt von selber. Wenn man sie dann noch motiviert, dann bringt sie Höchstleistung. Das ist auch ein hohes Gut, was Natalie hat, dass sie unwahrscheinlich sehr hoch motiviert ist und eine hohe Eigenreflexion hat daran, selber was tun zu müssen. Ich bereite mich gerade auf die Skandinavien Open vor. Das ist ein World Cup. Das ist mein erstes Turnier nach der Sommerpause und das letzte vor der WM. Ich muss gestehen, ich spüre schon innerlich den Druck, weil ich natürlich auch mein volles Potenzial zeigen will. Und versuche natürlich all das, was ich im Training hart erarbeite, dann auch im Sparring umzusetzen. Und das ist die große Kunst. Also die Skandinavien Open sind für mich ein Vorbereitungsturnier für die WM. Wäre das jetzt, sage ich mal, das absolute Highlight diesen Jahres, dann würde ich eine Woche vorher solche Sparringseinheiten nicht machen. Aber weil ich in der Vorbereitung zur WM bin, trainiere ich noch die Woche sehr tough und sehr hart. Vor der Weltmeisterschaft würde ich vor der Woche schon runterfahren. Aber jetzt gebe ich nochmal 100%. Wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich für das Sportteam Ottensen unter der Leitung von Michael Wippke. Mein Verein ist ja die WAKO und ich bin ganz stolz. Wir sind hier 3 Wettkämpfer und alle 3 sind wir für die Weltmeisterschaft nominiert. Und es ist so cool, dass wir zu dritt aus einem Verein aus Hamburg dorthin fahren können. Das ist natürlich nochmal eine besondere Unterstützung vor Ort und gibt uns auch als Team ein gutes Gefühl. Also ich bin extrem stolz und dankbar, das sind Aileen und Leon, die dabei zu haben und dass die auch mitfahren. Das wird so cool. Das wird so cool. Also ich trainiere ja meistens 2 bis 3 Einheiten am Tag und nutze die Eissauna zwischen meinen Einheiten zu so einem Energiebooster und dass ich dann wieder fit bin fürs nächste Training. Vom Kopf her habe ich ja immer Lust zu trainieren, aber mein Körper ist schon ab und an mal müde. Und wenn ich dann in der Eissauna war, merke ich, wie die Energie zurückkommt und mein Körper wieder leistungsfähig ist. Also die Eissauna ist ja eine Kältetherapie und es wird eben sehr gerne bei Sportlern genutzt, aber auch eigentlich kommt es aus dem medizinischen Bereich im Grunde genommen. Alles was so Stoffwechselerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, da wirkt das einfach positiv, die Kälte. Und es ist, hat den Vorteil natürlich, es geht schnell. Man flitzt rein, flitzt wieder raus, man braucht nicht duschen, man wird nicht nass. Es ist, stärkt das Immunsystem, die Abwehrkräfte und gerade die Profisportler nutzen das natürlich regelmäßig zur Regeneration und sie sind halt leistungsfähiger. Weil eben die roten Blutkörperchen werden gebildet, das ist so ein bisschen wie Höhentraining und dadurch ist natürlich, das brauchst du für die Muskulatur, für den Sauerstofftransport und dadurch haben die Leute mehr Energie auch.
Ja, Sonntagabend. Ich habe gerade noch eine Trainingseinheit gemacht, harte Pratze mit meinem Trainer Robert Wegener. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen erschöpft, aber fühle mich auch sehr gut und vom Kopf jetzt auch ein bisschen ruhiger. Vor den Turnieren bin ich dann doch immer ein bisschen nervös. Also Vollkontakt, da versucht man ja mit all seiner Kraft die Techniken auszuführen. Und für die Pratzearbeit ist das halt eine gute Möglichkeit, einmal die Härte, also das, was man meint, raushauen zu können oder zu treten. Und im Optimalfall kann man das dann im Kampf umsetzen. Hat vom Hobbysport im Prinzip das Ganze bis zur nationalen Spitze und jetzt auch in die Weltspitze geschafft halt, ne? Also Blueprint im Prinzip kann man als Trainer sich entspannt zurücklegen und zu gucken so halt, ne? Talent findet ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen immer statt und also Nathalie ist definitiv sehr talentiert, vielleicht nicht auf diesen konventionellen Ebenen, wie man das im Sport so kennt. Es gibt Menschen, die sehen eine Technik einmal und können das sofort umsetzen, also zu diesen Menschen gehört sie nicht, ne? Aber was ihr großes Talent ist, sie hat einen unglaublichen Willen. Wenn sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie das durch und sie ist sehr diszipliniert. Ist auch in der Lage, häufig und gerne den sauren Apfel zu beißen. Und ich glaube, das muss man halt auch haben, um in der Weltspitze dann auch Erfolg zu haben. Ne? Es gibt ja so diesen Ausdruck, den man im Sport gerne benutzt, so, dass jemand eine Maschine ist oder sowas. Aber das gibt wenig Menschen, auf die das so sehr zutrifft, wie auf sie dann halt. Ne? Weil sie wirklich Fokus legen kann und dann einfach marschiert halt, ne? Und beirrt. Das ist natürlich ein großer Vorteil in dem Business.